Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal. Also vor und gleich. Heute machen wir mal ein Gespräch zwischen einem Epic Games Manager und einem anderen Mitarbeiter von Epic Games zur Planung von Season 10 oder XX. Na, Season 10 kommt doch bald. Ja, mit Season 9, da waren die nicht so wirklich zufrieden gewesen. Die Community hat sich ganz schön beschwert hier. Aber die haben jetzt gesagt, wenn Season 10 nicht der Knaller wird, dann verlieren wir ganz schön viele Leute, habe ich das Gefühl. Wir müssen uns echt was einfallen lassen. Season 10 muss richtig krass werden. Hast du schon Ideen? Na klar! Wir fangen schon mal damit an, wir nennen das nicht Season 10. Season 10 ist out, das macht kein Mensch mehr heutzutage. Wir nennen das Season X. Aber es gab mal eine Generation X, die war die Generation ohne Zukunft. Gefat. Generation X. Es gibt auch ein iPhone X. Willst du sagen, dass Apple auch keine Zukunft hat oder was? Naja, schlag erst mal was vor für die neue Season. Oh, ich hab heute Nacht habe ich eine Vision gehabt und wir machen, also in dieser Vision habe ich Max gesehen. Wir machen Max in das Spiel. Max? Na klar. Was soll denn das sein? Na Roboter. Star Wars in Fortnite? Nee, pass mal auf. Das sind Roboter und die können Raketen abfeuern. Wie Raketen abfeuern? Na klar. Annäherungsraketen. Und was ist, wenn einer direkt vor dem Roboter steht? Oh, dann ist es mit der Annäherungsrakete. Dann machen wir halt eine Schrotflinte noch mit hinzu. Wie stark sollen die Raketen und die Schrotflinte da sein? Naja, Raketen halt so wie die Annäherungsrakete. Und davon 10 Stück und das auf einmal. Und die Schrotflinte? Noch schon stärker als die Trommelschrot. Du weißt schon, dass damals schon das Schwert nicht gut angekommen ist. Na klar, aber das lag, das ich weiß auch warum. Weil von dem Schwert gab es nur eins auf der Map. Wie viele willst du denn davon auf der Map haben? Naja, wir fangen halt mal in der ersten Zone mit 2 Stück an und so bis zum Ende haben wir dann vielleicht 10 Stück rumrennen. Also ein Mech für fast jeden. Das wird der Community auf gar keinen Fall gefallen. Warum? Ist doch alles balanced. So, jetzt, wir haben uns dann noch eine andere Situation überlegt. weil es gibt ja ein Spiel, wo es nur Battlemechs drin gibt, die gegeneinander kämpfen. Und jetzt habe ich mir vorgestellt, wie könnte ein solcher Battlemech-Spieler sich über Season 10 freuen? Also, fangen wir mal an. Battlemech-Spieler zu seinem Kumpel. Ey, Alter, krass. Also, in Fortnite, Alter, die waren so krass. Ich habe bei Fortnite hab ich schon mal ausprobiert, so vor ein paar Monaten, ne? Ey, das war für mich, das war nicht normal. Also, die Leute, ne, die haben gebaut und gebaut und gebaut und so weiter und nochmal gebaut und jede Runde, ey, Alter, ich bin auf die Map gekommen, jede Runde, die haben mich voll. Ich komme nicht mal richtig auf den Boden an, bin gleich tot, Alter, dann so ein also wirklich nicht toll. Und das, ey, das, deswegen, Alter, deswegen bin ich ja zu diesem Battle-Mech-Spiel gegangen. Also überall Roboter können alle gegeneinander kämpfen. Aber jetzt pass mal auf, Alter, krass, ey, ich hab mitbekommen, Alter, pass auf, in Season X, Alter, ey, da haben die Mechs reingemacht, Alter, und die, ey, und du hast die anderen Leute, die so gebaut haben, immer vor, weißt du, die rennen da so auf der Map rum. Du hast einen Mech, weißt du. Und ich brauche nicht mal mehr Waffen. Alter, ich lande einfach bei dem Mech. Und dann, weißt du, wenn die dann anfangen zu bauen und so, erstmal, ich komme mit Annäherungsraketen und wenn die bauen, ich spring einfach hoch, ne? Alter, ich spring hoch und dann springe ich in das, was die gebaut haben. Da können die bauen, 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 so viel die wollen, was die gebaut haben. Da springe ich oben einfach rein, mach alles kaputt. Ich mach alles kaputt. Das ist so geil. Ich kann mich voll, ich mach die voll, ich ärgere dich voll. Das ist noch voll Bock, Alter. Ich mach alles kaputt. Und wenn dann noch einer, weißt du, wenn es noch einer schafft, da rauszukommen, ne?
Das Geile ist, die haben ja noch nicht mal bei Glider Redeployment, haben die auch noch rausgenommen. Was so von Epic Games hat Glider Redeployment rausgenommen und es gibt keine Bouncer mehr und so Kram, weißt du, das ist richtig geil. Die sind da im Building drin, aber wenn die es trotzdem noch schaffen, da rauszukommen, da habe ich Trommelschrot, Alter, da habe ich noch Raketen, kann ich voll kaputt machen, die Leute. Und dann, weißt du, worauf ich mich am allermeisten freue? Weißt du, diese ganzen Typen, die mich vorher immer überbaut und kaputt geschossen und so weiter. Und ich freue mich jetzt schon drauf mit dem Mac, weißt du, kommt irgendwann mal Endzone, ne? Und wenn die dann alle anfangen, sich da so einzubauen und zu campen und so weiter, dann komme ich mit dem Battle Mac. Alter, ist geil, geil. Geil, Alter, lass mal Fortnite spielen, Junge. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann, oder was ihr denkt, wie denkt ihr über die Season? Und also ich denke, wenn das so weitergeht, dann hat Epic echt Season X geschafft. Die hat wie Generation X, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Vor allen Dingen, Season X, hier wird Season 11 dann genannt. Season 11. Ja, also wir sind raus aus dem Competitive-Modus, solange die Battlemechs drin sind. Und Epic Games, tut uns bitte einen Gefallen, macht euch Gedanken drüber, weil ihr habt ein unfassbar geiles Spiel kreiert. Ja. Ihr habt wirklich das Goldene losgezogen mit dem Spiel. Da würden andere Entwicklerteams, die beneiden euch um das, was ihr mit Fortnite geschafft habt, ja. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Aber ihr schafft es innerhalb kürzester Zeit, mit solchen Dingen euer Spiel in Grund und Boden zu richten. Und Leute, ey, wirklich macht euch mal Gedanken drüber. Weil wenn ihr so weitermacht mit so einem Kram wie diese Battlemechs und so weiter, das hat nichts mehr mit Fortnite zu tun. Und das, was ihr aufgebaut habt, ja, das könnt ihr genauso schnell wieder damit kaputt machen. Wie stark sollen denn die Raketen und sollen die Raketen und wie soll die. Das kann ich schon mal sagen. Season 10 gewollt, die Community hat gesagt. Nee. Nee, warte mal, wir können es ja schneiden, oder? Okay. Ja. So.